ist er sexy. Mm, ja. Geil. Hab heute etwas vor, und zwar, ich will meine neue GoPro Karma ausprobieren. Die habe ich mir gegönnt, weil die im Angebot war. Das ist eine, wer es nicht weiß, das ist eine Drohne von GoPro, die war im Angebot, weil die jetzt nicht mehr produziert wird und so, und deswegen müssen sie alles raushauen, was nur so geht. Warte mal, der LKW ist gerade da, gerade ausgefahren, okay. Da war gerade ein LKW. Ich bin mir ziemlich sicher, da war jemand drin, den ich gekannt habe. Der gute Leon. Den werde ich jetzt erstmal chasen. Da hinten sehe ich ihn doch. Da hinten ist der LKW. Let's sneak it on. So, ich bin mal gespannt, wo der abbiegt. Links oder rechts? Da links. Alles klar. Weiß ich Bescheid. Den musste ich aber chasen. Ich glaube, Leon sitzt da drin, weil er ist von der Spedition, wo der arbeitet. Kühne und Nagel. Da muss ich mir doch sneaky gönnen hier. So, Position gechanged. Hui! Ja! Ich bin ein Geisteskracker. Nein, fast. Das ist der, 100 Pro. 100 Pro sitzt der da auf dem Beifahrersitz. Er macht eine Ausbildung da. Okay. Die Müllabfuhr, die Müllabfuhr, Müllabfuhr. So, genau, jetzt werde ich den jetzt nicht überholen. Ich wollte eigentlich hier vorne in Neunkirchen tanken, aber irgendwie muss ich den da chasen, ne? Ist da drin. Sitzt der da drin? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ob sitzt der da drin? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ne, da sitzt er gar nicht drin. Lol, er hat aber trotzdem gegrüßt. Das wundert mich gerade. Bitte. Ich verstehe dich nicht! Ja, natürlich! Schön vorsichtig fahren, sagt er. Lol, er kannte mich gar nicht und hat mich trotzdem gegrüßt. Wie geil. Hä? Vielleicht kennt er mich doch. Ich weiß es nicht. Das war jetzt creepy. Das ist so sexy. Mm, ja. Geil. Ich fahre jetzt erstmal. Hab's doch geschafft. Also, Leon saß da nicht drin. Aber kann es sein, dass er mich kannte? Als ob, man hat ja gesehen, er hat zweimal Warnblinklicht nicht gegeben zum Grüßen. Und als ich bei der Ausfahrt rausgefahren bin, da hatte ich die GoPro noch nicht an. Bei mir. Da hat er mich schon gegrüßt. So, da dachte ich, hä? Kennt er mich? Ich bin verwirrt. Dezent. Immer voll tanken, die Scheiße. Die Schlampe muss getankt werden. So, zack, zack, zack. Easy Snack. Bam. Oh ne, ich bin ein bisschen. Zack, zack. Zack. Rein mit dir, du Lümmel. Die 1. Oh, ich hab mein Helm nicht zugehabt. Lol. Ja genau, wo war ich nochmal stehen geblieben? Mit der Drohne. Also ich teste die Drohne jetzt. Ich fahre jetzt irgendwo hin, wo ich die Drohne testen will. Und dazu habe ich noch einen Handgimbal bekommen. Also, wenn ich da gleich angekommen bin, dann gebe ich euch Bescheid und dann zeige ich euch da mal so ein bisschen, was das Dröhnchen so kann, ihr Bitches. Komm, das sieht doch gut aus hier. Irgendwo. Komm, irgendwo in die Illewalachei rein. Doch wohl drin sein. Wow. Hier Lenkradius wie so ein,
keine Ahnung was. Ja, also, Leute, Drohnenaufnahmen in 3, 2, 1, go! Ich hoffe, euch hat die Drohnenaufnahme mal gefallen. Den Gimbal habe ich da jetzt nicht ausprobiert, den es dazu gibt. Da habe ich sowieso noch Aufnahmen von. Die kommen im anderen Video. Ich weiß gar nicht, welches zuerst kommt. Wahrscheinlich kommt das andere Video sogar zuerst, aber ich bin mir nicht sicher. Das war ein kurzes, knappes, geiles Drohnenvideo. Ja, oder? Ich schneide das heute noch. Und soll ich das heute noch hochladen? Dann kommt das aber später abends. YOLO, ich glaube, ich schneide das heute noch. Es kommt heute noch online, Leute. Also, das Video wurde heute aufgenommen. Lell. Dann mache ich das andere. Das, was eigentlich schon vorher aufgenommen wurde, kommt danach, weil das mehr Aufwand ist zu schneiden und so. Viel verpixeln und so. Ich hoffe, euch hat der Motovlog gefallen. Wenn das der Fall ist, lasst mir noch einen Daumen nach oben da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Motovlog, Leute. Wo kann ich denn hier lang? Ach egal, ich fahr da lang.